Bei der Kreisvolkshochschule Northeim kann man Sprachen lernen, zum Beispiel Französisch. Eine der Unterrichtenden ist die gebürtige Französin Patricia Grabes. Was zeichnen die Sprachkurse bei der KVHS aus? Alors, ce qui est important dans les cours de français, c'est que les gens justement apprennent non seulement la langue, mais aussi la culture, le mode de vie, les habitudes, et en même temps que ça les prépare à aller dans un autre, dans un pays francophone où ils puissent justement s'exprimer dans la langue. Es ist wichtig, dass die Teilnehmer auch ein bisschen etwas über die Kultur lernen, über die über den Lebensstil, die Lebensbedingungen und auch, dass sie sich in einem frankophonen Land verständlich machen und auch in dem Land klarkommen. Synonym. Für Teilnehmende gibt es gute Gründe mitzumachen. Wir haben eine Partnerschaft in Nörten mit einer französischen Gemeinde, etwas südlich von Paris, Bondoufle. Wir haben einen relativ regen Austausch dort auch in der Partnerschaft. Dort arbeite ich in dem Partnerschaftskreis auch mit. Und wenn man dort rüberfährt, beziehungsweise wenn die Gäste oder Freunde dann hierher kommen, ist es schon, ja, versuche ich eben auch nach Möglichkeit ein bisschen Französisch zu sprechen, so gut es eben halt geht und deswegen auch die Motivation halt was zu lernen. Oh, ich bin hier, weil ich ein bisschen Französisch lernen will, damit ich, wenn ich mal ins französischsprachige Ausland reise, nach Belgien, Frankreich oder auch in die Schweiz, damit ich mich dort ein bisschen verständigen kann, damit ich im Restaurant was bestellen kann, damit ich einkaufen kann oder auch mal nach dem Weg fragen kann. Und worin liegt Ihr Erfolgsrezept? Zuerst frage ich die Teilnehmer, was sie in der Woche gemacht haben. Dann üben wir gleich das Passé Composé, also perfekt, oder eine andere Zeit. Danach korrigieren wir die Hausaufgaben und dann arbeiten wir mit dem Buch, machen wir die verschiedene Übungen und versuchen wir auch die drei Kompetenzen zu üben, Hörverständnis, Leseverständnis und schreiben wir auch, also diese Production écrite, also auch diese schriftliche Kompetenz, sodass man alles übt in der Unterrichtsstunde. Wir haben vor 10 Jahren haben wir das erste Mal Gäste aus Frankreich bekommen über unseren Partnerschaftskreis und da habe ich gemerkt, dass es ja doch etwas schwierig ist, zu kommunizieren, wenn man jetzt mehrere Tage zusammen ist. Und deshalb habe ich mich mit einer Freundin entschieden, wir fangen jetzt einfach mal an und lernen Französisch. Wenn man sich nicht mit der Sprache befasst, kann man noch so gut sein, dann verliert man sie. Die Engländer sagen ja, use it or lose it. Und das ist auch meine Intention. Ich möchte mich hier mit der französischen Sprache beschäftigen, um etwas fließender sprechen zu können. Und ja, auch meinen Vokabelschatz zu erhalten oder zu verbreitern. Patricia Grabes lebt für die französische Sprache, sagt mir einer der Teilnehmenden. Und was motiviert sie? Manche Leute lernen natürlich auch ein bisschen schneller, andere langsamer. Aber was wichtig für mich ist, ist die Motivation, dass ich immer die Leute motiviere, selbst nach 36 Jahren. So lange unterrichte ich schon in der Volkshochschule, aber ich denke, dass ich nicht an meiner Motivation verloren habe und dass ich doch weiterhin diese Motivation weitergebe und vermitteln kann. Und das ist auch mein Ziel. Um den richtigen Sprachkurs zu finden, kann man sich bei der KVHS beraten lassen. Infos dazu gibt es auch im Internet. Mhm.